Hallo, Namaste, lieber Kai. Namaste, ich grüße. Ja, wir sind heute zusammengekommen zu einem ganz besonderen Interview und es geht darum, dass du mir eröffnet hast, dass du ein ganz spezielles Vorhaben hast, nämlich ganze 108 Tage ins Dunkelretreat zu gehen und komplett abzutauchen von der Welt. Kai, wie bist du darauf gekommen? Wie kommst du darauf, 108 Tage zu machen? Ja, ursprünglich war das so, ich habe ein Buch von Holger Kallweit gelesen, der selber in Tibet für 49 Tage in einem Retreat war. Bei mir habe ich das selber so für 14 Tage dann ausgetestet. Das waren ganz interessante Erfahrungen, die ich machen konnte. Und ja, ich habe mir gedacht, das selber für einen längeren Zeitraum, was wahrscheinlich auch hier so noch niemand gemacht hat, durchzuziehen. Weil die meisten, die das jetzt einmal in Tibet machen, die sind weit weg und werden von den Erfahrungen auch nie irgendwas groß darüber sagen. Ich würde sehr gerne den Menschen oder dem breiteren Publikum das Ganze ein bisschen transparenter machen, was da eigentlich los ist. Also auch drüber sprechen, Dinge mitteilen, auch auf YouTube dann was hochladen in der Art. Also ich finde das auch sehr spannend, dass die absolute Maximumzeit, die ich bisher betreut habe, waren 49 Tage. Und ich habe auch bisher immer auf meiner Homepage geschrieben, auf meiner Webseite, dass ich nur 49 Tage betreue, einfach weil natürlich dann auch die Geschichte ist mit Vitamin D, mit der Sonneneinstrahlung, die nicht kommt und dass wir natürlich auch gucken, dass du fit und gesund bleibst. Deswegen habe ich auch gesagt, okay, Kai, ich lasse mich auf das Experiment dann auch ein, wenn wir einen Heilpraktiker und einen Arzt haben, der das mitbetreut, dass du einfach fit bleibst und okay bleibst. Und ich finde das insofern sehr, sehr interessant, weil ich habe vor vielen Jahren ein Interview gesehen von einem Yogi, der auch sehr lange im Dunkelretreat war und dann auch verschiedene Leben, die er erlebt hat, gesehen hat und Sachen beschrieben hat, die ihm passiert sind, die ja, die einfach schon sehr mystisch sind und wie du auch sagst, die hier in diesen Breitengraden gar nicht so bekannt sind. Aber ich glaube auch, dass du ein sehr guter Kandidat dazu bist, denn im ersten Dunkelretreat hattest du ja auch ganz spezielle Erfahrungen. Vielleicht kannst du darüber kurz berichten, was dich da ja so motiviert, da weiterzumachen mit so einem langen Zeitraum. Ja, was soll ich da sagen? Das ist. Ja, es war so, bei mir war das eine ganz einfache Sache. Ich habe Mantra gehört, Mantra rezitiert und das scheint da irgendwie Energien anzuziehen oder zu einem herzubringen. Und ja, das wurde dann ja von deiner Seite unter anderem so gedeutet, dass die Kraft, die Power von Durga da war. Und da habe ich ein bisschen auch schon mal was drüber geschrieben, wie sich das anfühlt, also die Erfahrung, beziehungsweise von Rambam Vigaswami, da habe ich vorher überhaupt noch nie was gehört. Der ist mir erschienen, hat dann so ausgesehen, wie ein, wenn ich ein Foto entwickle, ein Negativ. Früher hat man Fotos noch entwickelt. Und so saß der dann da. Sind auch physische Phänomene eingetreten. Ich würde das gerne längere Zeit machen, auch unter anderem vielleicht auch von dem Team Untersuchungen anstellen zu lassen. Es gibt ja einige Leute, die sich in diesem Rahmen oder darüber hinaus damit befassen, wo das sehr kompetent recherchieren, um da vielleicht auch Dingen auf den Grund zu gehen. Es sind ja irgendwo Dimensionskörper da, meiner Ansicht nach. Ein Dunkelretreat ist einfach so eine Sache, wo ich sage, Mensch, das öffnet auch irgendwie einerseits mal das innere Auge. Und jeder, der das auch macht für eine längere Zeit, bekommt Zugang in diese Bereiche. Also es ist nachvollziehbar, es ist beweisbar. Und bloß in der Zeit von 108 Tagen war das eben noch nie der Fall. Und ich würde da gern so, ja, reingehen, Türen aufmachen, was ist da noch möglich? Ja, für uns ist das auch sehr spannend, weil wir natürlich dann auch eine absolut 24-Stunden-Betreuung hier gewährleisten. Das heißt, wir haben ja eine Notfallklingel im Dunkelretreat, dass immer jemand im Haus ist. Das ist für uns auch einerseits auch eine Herausforderung, auf der anderen Seite natürlich eine totale Freude, diese Arbeit machen zu können. Denn
ich habe auch gerade gesagt, dass ich glaube, dass du ein guter Kandidat dazu bist, weil sich nicht für alle Menschen diese Tore öffnen. Ich habe einige Retreats begleitet, sehr wenige, wo wenig Erfahrungen waren, aber die gibt es eben auch, ja. Und so eine Erfahrung, wie du sie gemacht hast, dass du physisch was gesehen hast, ja, du hast zum Beispiel deinen Schatten gesehen, ja, das heißt, du hast dein Seelenlicht gesehen, du hast, ja, du hast eine Erfahrung gehabt mit einem Yogi, der Ramalinga Swami heißt, den du vorher noch nie gekannt hattest, du hattest überhaupt nichts damit vorher zu tun. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass damals waren es ja nur 14 Tage, dass wenn du eine längere Zeit bleibst, dass wirklich auch sehr viel passiert. Und was du gerade sagtest mit den wissenschaftlichen Untersuchungen, da sind wir auch sehr offen, weil ich das auch ganz wichtig finde, dass Wissenschaft und Spiritualität zusammenkommt und man das nicht so abtut als, naja, man hat halt Halluzinationen. Ja? Weil ich bin ganz sicher, dass man Sachen messen kann und ich habe auch schon nachgelesen, im Internet habe ich gewisse Artikel auch gefunden von Leuten, die das auch schon mal erforscht haben, das ist bisher halt noch nicht so in die Öffentlichkeit gekommen, dass auch zum Beispiel ein Beispiel dafür ist, dass blinde Menschen, die ein Nahtoderlebnis haben, plötzlich sehen können und auch viele Leute im Dunkelretreat plötzlich sehen können und auch hohe Schwingungen kommen können. Und du hast ja auch noch was gesagt, was ich auch interessant finde, dass du auch das Gefühl hast, wenn du dort meditierst, so lange Zeit im Dunkeln, dass das nicht nur dir hilft, sondern auch anderen Menschen. Ist das was, was dir so in Meditation gekommen ist? Oder was? Wie bist du darauf gekommen? Also, beides irgendwo. Einmal habe ich darüber gelesen, über das Phänomen von Wundersmarken. Das ist bewiesen, das kommt immer wieder in der Natur vor. Mhm. Und zum anderen sagt mir das auch mein Gefühl, wenn wir selbst Spiritualität im positiven Sinne leben, um die Energie herzuziehen, damit auch Körper aufzumachen. Ist der Dunkelretreat sozusagen dafür, ja, ich denke mal schon ein Garant, also da hoffe ich mir sehr schnell. Genau. Und ich persönlich finde auch, das ist gerade in der heutigen Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass immer mehr Leute aufwachen und eigentlich auch Angst haben vor der Dunkelheit in der Welt, ja, ist insofern ja auch durch die Dunkelheit das Licht zu finden und eben keine Angst zu haben. Auch das werde ich auch oft gefragt, ja, ob Leute im Dunkeln keine Angst haben. Ich sage, nein, wenn du das halt begleitest mit guten Mantren und guter Energie, dann öffnest du die Tore nach oben. Das ist, finde ich, jetzt in dieser Hinsicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass du auch alle Tore natürlich öffnen kannst, aber ich darauf natürlich auch sehr achte, dass wir in die richtige Richtung gehen und ich bin da natürlich auch sehr gespannt und auch sehr offen. Wer weiß, wer denn da kommt für Untersuchungen und was sich da für Kontakte ergeben. Das ist auch so ein bisschen Sinn dieses Interviews. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt, vielleicht einen kleinen Film darüber machen zu wollen oder auch Tests durchzuführen, da kann sich gerne bei uns melden. Denn zum Beispiel dieses Phänomen, dass Leute plötzlich im Dunkeln sehen können, ja, ihre Finger sehen können oder ihren Schatten sehen können und so weiter, das ist natürlich sehr spannend, wie man das erklärt, ja, und was für Tests kann man machen, um das für die Allgemeinheit, der viele Menschen, die noch Beweise brauchen, ja, sehr im Verstand leben, einfach beweisbar zu machen, auch um diese Tore dahin auch zu öffnen. Und auch was du sagst mit dem 100. Affen, finde ich auch sehr interessant, denn ich glaube wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viel Bewusstsein sich gerade öffnet von sehr vielen Menschen. Die Bestätigung, was in dem Leben geschehen ist, also speziell habe ich da einiges von Panin Riese gelesen, das ist auch noch ein Punkt, wo mich dann ja, irgendwie dazu ambitioniert, da mehr reinzugucken. Also was in dem Leben geschehen ist, bestätigt sich ja auch irgendwo im Unterschied. Und Ramalinga Swami ist ja in einer sehr hohen Loka mittlerweile. Ich habe das ja später erst von dir erfahren, einige Dinge im Internet über ihn, dass es ein sehr, sehr hoher Yogi ist. Und ich will da sehen, was da möglich ist. Man spricht ja von diesen 7 Ebenen, also die sozusagen in die Dunkelwelt, aber auch in die höhere, in die helle Welt gehen. Wir in der Erde sind irgendwo hier dazwischen. Und es ist eben wichtig, das Ganze auch geführt zu machen, um eher positive Energien zu kontakten, ja, gerade über den Zeitraum, ja, dass die körperliche und auch psychische Stabilität relativ konsequent, wie soll ich das sagen, ja, dass man einfach selber dann stabil bleibt. Das ist nicht so ganz ungefährlich, das alleine zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich ganz genauso. Ich bin da halt auch
gerade bei so einem langen Zeitraum, ich habe jetzt mal einmal 49-Tage-Retreat betreut, was ich halt interessant finde. 49 Tage ist ja eine heilige Zahl, genauso wie 108. 49 macht man in Tibet, um ja sozusagen für jede Woche ein Chakra durchzugehen. Ja? Also 7x7 Chakren. Und hier auf 108 ist ja natürlich nochmal eine andere Energie. Eine Mala, also eine indische Gebetskette zum Beispiel, hat 108 Perlen. Man nennt das auch Mandala Sadhana, das heißt, eine gewisse Power wird natürlich in dieser Zeit aufgebaut, besonders wenn du bereit bist, mit einem Mantra zu meditieren für 1-2 Stunden am Tag. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das dann wirkt, ja, und was du da in dieser Zeit erlebst und auch was ich erlebe, weil ich mich auch sehr verbinde mit allen Gästen, die dann hier sind. Und ja, auch so ja schon bei 10 Tagen schon viel passiert bei sehr vielen Leuten. Wie ja schon gesagt, einige Leute haben unter anderem außerkörperliche Erfahrungen. Mhm. Also das passiert nicht nur, wenn man jetzt einen Unfall, eine Nahtoderfahrung hat, das kann im Dunkelbetrieb passieren. Genau. Da ging das in den 14 Tagen damals ein bisschen an. Mhm. Da blieben schon mal spontan eine. Mhm. Da gibt es auch Wissenschaftler, die das erforscht haben, das heißt Testpersonen. Mhm. Die haben dann sogar Orte geschrieben und nicht mal die Wissenschaftler drüber Bescheid wissen. Ah, okay. Auch irgendwo notiert. Ich werde es auch dann mal zu den Sachen ins Netz stellen, um das Thema eben auch dann breiter mal rauszubringen. Das gibt es gar nicht. Also was ich auch interessant finde, was ich mir auch vorstellen kann, dass ich ab und zu mal auch Aura-Fotos von dir mache. Und mal gucke, was sich da in der Aura, in der Energie verändert, ja, und wie die Chakren halt auch aufgehen, weil bei den meisten Menschen sind ja auch die Chakren sehr blockiert und da passiert ja auch vieles von den Farben her und von der Energie her. Das geht ja schon zum Messen über Biofeedback. Das ist ja schon ein System, was ich auch hier im Haus habe, was ich natürlich dann auch schon mal anwenden kann. Und ja, auch was du gerade beschreibst, ist halt auch sehr interessant, dass eben heute auch sehr hellseherische Fähigkeiten auch kommen bei vielen Menschen. Und das natürlich dann auch, wenn man das aufschreibt und später wirklich selbst erlebt. Also ich habe jetzt einen Fall gehabt, der wirklich sehr faszinierend ist. Ich habe mit einer Frau gearbeitet an inneren Themen. Da kam so ein Thema hoch nochmal mit Familie, wo sie dachte, das wäre schon längst abgeschlossen. Und da war Kontakt abgebrochen zum Bruder. Und an dem Tag, wo wir im Dunkelretreat darüber angefangen haben zu sprechen, wie man eine Familie wieder ja, zusammenbringen kann, davon wusste keiner was, ja, hat unabhängig davon, wie sie später nach dem Dunkelretreat erfahren hat, ihre Schwester versucht, ihren Bruder zu kontaktieren. Das muss man sich mal vorstellen, das ist genau an diesem Tag passiert. Das ist auch dieses Phänomen, wovon du sprichst, der 100. Apfel, deswegen hat es auch so eine Power, positiv zu kreieren. Und gerade im Dunkeln, wenn man keine Ablenkung mehr hat nach außen, kreiert man natürlich auch ganz anders. Deswegen muss man auch so aufpassen, was man kreiert. Kann ja auch echt in die andere Richtung. Also wenn jetzt Angst, Tat und Negativität hochkommt und so weiter, kann natürlich dann auch einiges passieren. Deswegen arbeite ich ja so gerne mit Mantren. Und auch Martin, bin ich auch sehr froh, der ist halt hier im Psychologiestudium, dass der dann auch in dieser langen Zeit da ist, weil ganz sicher kommt bei so einem langen Zeitraum das ein oder andere auch nochmal hoch und dann steht er auch bereit, natürlich mal ein oder anderes Gespräch auch mit dir zu führen. Und ich glaube, dass das also einfach so heilsam ist, ja, nicht nur für dich, sondern auch für Familie und natürlich dann, was du vorhast für die Welt, da bin ich sehr gespannt. Was dann passiert ist mit diesem Dunkelretreat-Gast, was ich ganz interessant finde, ist, dass jetzt diese Verbindung tatsächlich geheilt ist mit dem Bruder. Die haben sich also wieder getroffen und ihre Schwester hatte halt in dem Moment, wo sie halt im Dunkelretreat saß und angefangen hat, sich damit zu beschäftigen, hat ihre Schwester sie zeitgleich den Bruder versucht zu finden und hat ihn auch gefunden und die Familie hat sich jetzt vereint. Also das ist ja im Kleinen, das sind Retreats, die gehen 10 Tage oder 14 Tage. Und wow, da ist natürlich viel drin und das ist vielleicht auch eine wichtige Vorarbeit, ja. Also was möchtest du, ja, mit was möchtest du da arbeiten? Was möchtest du dort für dich und auch für andere in eine höhere Schwingung bringen, sozusagen? Hm. Hi? Ja, genau. Ja, ich höre dich, ja. Also es ist ja nicht nur ein Ego-Grund, ich will Sadhana, spirituelle Arbeit, spezielle Erfahrungen machen, das hast du vorgeschlagen. Und ich denke, man kann das auch irgendwo weitergeben oder wenn hellsichtige Dinge zum Vorschein kommen, also die Leute auf dem Laufenden halten oder alle, die mit
Unterstützung für die, die ich das sehen erdrücken in der Krieg. Ja. Also, mir hilft mich Unterstützung von die, für die Person, soll auch was zurückkommen. Ja, also ganz interessant, zum Beispiel das Thema Thailand. Ja, wir machen ja viele spirituelle Reisen und das erinnert mich so ein bisschen an das, was du jetzt so vorhast. In Thailand zum Beispiel ist in vielen Plätzen noch Tradition, dass Menschen, also Familien, einfach ein männliches Familienmitglied haben, was für die ganze Sippe sozusagen und auch für das ganze Dorf, um die Schwingung anzuheben und für, um die zu für alle zu beten und um positive Energien aufzubauen, ins Kloster geht für ein Jahr und alles entsagt. Diese Tradition haben wir in Deutschland nicht, ganz im Gegenteil. Da wird man von vielen ein bisschen komisch beliebäugelt, wenn man meditiert oder dann wie sowas vorhat, 108 Tage. Aber ich finde es eine wundervolle Idee und ich weiß auch aus dem Indischen, dass wenn du wenn du halt zum Beispiel eine Firma hast oder so in Indien und du bist richtig spirituell, gibst du immer 10% deines Einkommens an Leute, um die zu unterstützen mit der Sadhana, weil deren Energie, die halt aufbauen in der Sadhana, zu dir zurückkommen. Und das möchtest du ja auch so anbieten sozusagen, weil du halt sagst, okay, du möchtest einfach diese Sadhana machen und ich mache dir ja auch einen super Sonderpreis, dennoch kostet das natürlich hier auch, ne? Dennoch haben wir trotzdem Miete zu zahlen, wir sind 108 Tage komplett auf Abruf, ich komme mindestens eine Stunde zu dir am Tag, wir haben sozusagen auch 108 Tage keine Pause und auch wir haben dann noch Personal und deswegen kam ja die Idee, okay Mensch, du fragst sozusagen nach Sponsoring und fragst, wer das unterstützen möchte und im Gegenzug sendest du auch Energie und guckst einfach mal, was da kommt an Informationen und du hast auch gerade gesagt, hellseherische Fähigkeiten, was ein großes Stichwort ist, weil hellseherische Fähigkeiten kommen bei fast allen vor, die im Dunkelretreat sich aufhalten und das dritte Auge, es liegt einfach daran, dass sich das dritte Auge sehr stark öffnet und da bin ich natürlich auch gespannt, was du da in dieser Zeit erlebst und siehst, denn die meisten fangen an, schon nach 3 bis 5 Tagen die ersten Lichterscheinungen zu machen, dann sehen sie vielleicht einen eigenen Schatten, dann den Umriss ihrer Hände, dann sagen viele, hey, ich bin noch im Dunkelretreat, wieso ist denn das so hell? Und dann, wenn du halt dabei bleibst, dann geht es halt immer weiter, dann kommen immer mehr Erfahrungen, ja. Also ich finde das wirklich eine ganz faszinierende Sache. Wie gesagt, 108 ist wirklich eine sehr besondere Zahl, eine sehr heilige Zahl. Und ja, beginnen möchtest du ja nächstes Jahr, haben wir uns ausgeguckt, März, ne? Im März 2016 möchtest du starten. Am 17. März soll es losgehen. Genau. Ja, mal so Einblicke bekommen in die Ursubstanz, auf der anderen Seite Vertiefung ist wichtig, die Erkenntnisse machen, davon was weitergeben, wenn tatsächlich irgendwie Dinge in die Feld sehen kommen, dass ich mich damit auch so fühlen wie möglich Menschen zu helfen, entgegenzukommen. Richtig. Und ich denke auch, dass da jeder was davon hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich so wöchentlich kurz berichte, ein kurzes 10-minütiges Video mache, wie es dir geht, was du erlebst, ja. Für alle die, die unterstützen und für alle die, dieses interessiert. Und da werden wir auf jeden Fall auch noch ein Update geben, wie das dann alles genau von sich geht, sozusagen, ja. Ich bin mich da auch offen natürlich, genau. Auf dem Laufen bleiben will oder einfach neugierig ist, was macht er da und so weiter, was geht voran. Ist okay, alles ist dann offen. Genau. Dann wollen wir uns abstreiten. Genau, genau. Ja, wow, jetzt bin ich mal gespannt, was wir Feedbacks kriegen auf dieses Video, Kai. Ne? Und wir werden das jetzt so Stück für Stück einfach noch weiter planen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und bin da sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich sehr auf diese Zeit mit dir, Kai. Und bis dahin sage ich erstmal Namaste und schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr Ideen habt, falls es jemanden gibt, der Interesse hat, zum Beispiel auch einen Film drüber zu machen oder auch anderweitig irgendwie unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Namaste, bis bald. Tschüss. Tschüss.